Ja, hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Game Collector und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Zelda Time, heute ist der 12. Mai. Heute wird The Legend of Zelda Tears of Kingdom veröffentlicht und ihr könnt schon sehen, ich habe richtig zugeschlagen. Amazon war bei mir und hat soeben das Paket abgegeben. Sehr, sehr spät, es war Punkt 18 Uhr. Und ihr könnt sehen, was hier alles auf dem Tisch liegt. Natürlich gibt es da jeweils die Einzelunboxings dazu. Zu meiner Linken natürlich den Amiibo, in der Mitte die Collector's Edition und rechts natürlich dann die Tasche. Das ignorieren wir jetzt, das machen wir im nächsten Video. Es geht jetzt hauptsächlich um die Collector's Edition. Leider muss ich leider gestehen, was sehr schade ist, dass diese Collector's Edition leider nicht verschweißt, verschickt wird. Das finde ich sehr schade, denn wir wissen ja, wie Amazon eigentlich so mit den Paketen umgeht, beziehungsweise für den Sammler ist es wahrscheinlich dann eher nicht mehr so toll. Wir können hier schon gleich mal einen schönen Einriss hier sehen im Schuber. Das finde ich natürlich schon mal richtig, richtig ärgerlich, weil für den eingefleischten Sammler ist es natürlich nicht gerade schön. Aber naja, was willst du machen? Ist halt nun mal so, die Edition ist halt leider schon restlos vergriffen und nur noch für Scalper-Preise zu bekommen. Da haben wir hier die Rückseite, was alles mit drin ist, das Spiel selber natürlich, das Steelbook, dann ein Metallposter, die Pins und natürlich das Artbook mit Konzeptzeichnungen. Die Edition hat 149,99 € gekostet. Ja, ist natürlich ein stolzer Preis, aber es ist halt so, bei Zelda langt man halt gerne tief in die Tasche oder man greift tief in die Tasche. Ich würde sagen, wir befreien jetzt die Edition mal vom Schuber. Ist natürlich, der ist natürlich sehr hartnäckig, ist der. Und mal gucken, ob der so auch runter geht oder auch nicht. Ja, scheint zu gehen. Gesagt, ich lasse mir da richtig schön viel Zeit mit dem Video. Also es geht doch einigermaßen gut runter. Was schade ist, dass Nintendo es nicht noch extra in einen neutralen weißen Nintendo Shipper noch extra verpackt hat. Dann wäre das zumindest nicht beschädigt angekommen, zumindest hier nicht eingerissen. Wenn man es natürlich direkt im Nintendo Store bestellt hätte, dann wäre das wesentlich sicherer angekommen. So, und da ist das gute Stück, ein Riesenteil. Wie gesagt, den Schuber, den werde ich wahrscheinlich dann von innen mal kleben können. So schaut's aus. Hier schön mit goldenen Schriftzug. Wenn man das Ganze mal so umdreht, wie gesagt, das Ding ist riesenschwer. Haben wir hier natürlich noch Schriftzug Legend of Zelda Tears of Kingdom und auf der Rückseite haben wir auch was Schönes. Wir haben hier diese schöne Wandbemalung. Das müsste Prinzessin Zelda sein, denke ich. Garnungsverheerung. Wie gesagt, könnt ihr mich gerne belehren. Ich bin da voll offen dafür, weil, wie gesagt, ich möchte mich da richtig überraschen lassen. So. Dann nehmen wir das Ganze mal ab. Ansonsten ist die Box innen top Zustand, alles in Ordnung. Könnte man fast denken, man hat es Gebrauch gekauft, obwohl es eigentlich neu ist. So, hier haben wir das eigentliche Spiel. Und was ich hier schon mal gleich erkenne, was richtig geil ist, wer die normale Standard-Edition von Zelda kennt, der weiß, hier unten wäre der dicke, fette USK-Flatschen oder die PEGI
Altersfreigabe, das ist jetzt hier bei dem nicht der Fall, weil es eine weltweite Edition ist. Das finde ich klasse. Das Cover ist hier nicht mit FSK verschandelt worden. Hier steht das Ganze, glaube ich, in mehreren Sprachen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier sieht man es. Genau. Also mehrere Sprachen. Es ist eine europäisch-weite Version. Dann haben wir hier das D-Book. Wundert euch nicht, dass ich ein bisschen schwer atme, weil ich war die Woche krank. Ich bin noch total verschleimt. Deswegen seht es mir ein bisschen nach. Hier haben wir das D-Book, hier auch sehr schön gestaltet. So schaut das Ganze aus. Haben wir hier diesen schönen Innendruck, den wir übrigens auch im Spiel selber haben. Dann haben wir hier die Pins. Gucken wir uns natürlich auch sofort an. So schauen sie aus, die Pins. Nehmen wir mal einen heraus. Diese Symbole, die werden wahrscheinlich eine entsprechende Bedeutung haben. Und die sind übrigens sehr, sehr schwer. Und die sind natürlich auch sehr, sehr hochwertig. Da steht es nun mal drauf: Legend of Zelda, Tears of Kingdom, Nintendo Original. Ah, diese gottverdammte Kamera. Weiß ich, was da wieder los ist, warum die nicht scharf stellt. Richtig geil. Hier schön ausgeschäumt, dass ja nichts kaputt geht. Hier die Verpackung. Alles schön in goldenen Schriftzug. Hier Nintendo natürlich. So, aber wir wollen ja das Spiel schnell sehen. Wir nehmen jetzt die Banderole ab. Wenn ich die Lasche finde, machen wir es auf die andere Art. Nehmen wir einen Zahnstocher. Wieder der typische Vorführeffekt. Wie gesagt, die Edition ist riesig, deswegen hoffe ich, dass sie gut ins Bild passt. So, das Spiel. Hier der Innendruck, Warnhinweis. Und da haben wir hier die Cartridge. PEGI-Version, frei ab 12 Jahre freigegeben. Spiel müsste, glaube ich, 18 GB umfassen. So, dann kommen wir zum Rest, was hier noch drin steckt. Das Artbook, das gucken wir uns natürlich dann auch in aller Ruhe an. Das Ding ist auch riesig schwer. Können wir hier schön abnehmen. Das riesige Artbook, das gucken wir uns gleich an. Das ist komischerweise verschweißt. Hier auch schön bemasert. Tun wir es wieder rein. Schauen wir uns dann gleich an. So, hier haben wir so eine Lasche. Das ist jetzt sozusagen das Stilposter. Das ist auch nochmal separat verpackt. Hier haben wir noch ein paar Informationen, die hier drin stehen. Und das ist das sogenannte Stilposter. So schaut das Ganze aus.
Können wir natürlich auspacken. Da ist auch ein Magnet mit bei. Der ist hier auf der Rückseite übrigens drauf. Den können wir mal direkt abnehmen. Der ist auch mega stark. Und das ist das Deal-Poster. Schaut richtig klasse aus hier. Schön die obere neue Welt. Habe ich übrigens auch als Wallpaper für den PC. Und hier ist der Magnet zu befestigen. Richtig geil. Tolle Sache. Muss man schon sagen. So, dann hätte ich gesagt, gucken wir uns dann mal das Artbook an. Legen wir die Sachen mal zur Seite. So, dann haben wir schnell mal die Kameraperspektive gewechselt. Das Artbook habe ich schnell ausgepackt und ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Buch geworden. Es ist auf jeden Fall gebunden und wir haben hier richtig schöne Glanzveredelungen hier mit drin, hier mit diesen richtig schönen Schriftzeichen. Hier natürlich mit dem goldenen Schriftzug. Auch hier so an der Seite geht das Ganze weiter und auch hier auf der Rückseite diese ganzen Symbole. Werden wir aber dann nach und nach im Spiel, werden wir das dann auf jeden Fall dann erfahren, was diese ganzen Schriftzeichen zu bedeuten haben. So, jetzt hätte ich gesagt, gucken wir uns mal das Buch von innen an. So, ich hoffe, ich habe die Kameraeinstellung gut hinbekommen. Wir blättern das Ganze jetzt durch. Das ist, wie gesagt, ein Artbook. Wie gesagt, ich lasse mir da richtig schön viel Zeit. Wer noch nicht gespoilert werden möchte und sich das Ganze noch nicht angucken möchte, der sei jetzt gewarnt. Wir haben hier richtig schöne Konzeptzeichnungen. Ich meine, ich darf es mir jetzt ja angucken, weil ich das Spiel ja jetzt dann sowieso demnächst anfangen werde. Wie gesagt, es ist ja kein Spiel, was man einfach mal so nebenbei spielt, sondern es ist ein Spiel, was auf jeden Fall wieder sehr viele Spielstunden auf jeden Fall von jedem abverlangt. Da haben wir hier Link abgebildet, hier die ganzen Kostüme, die für das Spiel angefertigt worden sind. Dann hier die Katakomben von Hyrule. Ich habe ja schon ein bisschen was gesehen, was passieren wird. Zelda und Link, die sind in den Katakomben von Hyrule und dann entfesseln sie irgendetwas und das Ganze nimmt seinen Lauf. So, jetzt haben wir hier, jetzt weiß ich bloß nicht, wie die Kollegin jetzt hier heißt, das sind der vier Wächter, die Titanen. Wir haben ja im Spiel auch eine Art Begleiter mit dabei, so ein Geist, wie schon in Ocarina of Time. Da ist mir jetzt leider auch der Name wieder empfallen. Wie gesagt, ich bin immer noch krank, ich vergesse gern alles. Könnt ihr ja in die Kommentare gerne schreiben, so viel ich das gesehen habe. Wie gesagt, ich habe da jetzt noch nicht so intensiv nachgeguckt, weil ich möchte mich wirklich überraschen lassen. Ja, hier sind die Fahrzeuge, die wir dann selber bauen können, das sind die neuen Fähigkeiten. Die Seitenzahl haben wir hier ebenfalls mit dabei. Genau, haben wir hier den Shisha-Stein haben wir hier abgebildet, der natürlich jetzt dann mit seiner Hand, die eine neue Fähigkeit aufzeigt, dann das Ganze bewirkt. Er kann ja dann durch Wände gehen, beziehungsweise er kann sich teleportieren. Die Crocs haben wir hier abgebildet gehabt. Dann haben wir hier natürlich diverse Gegenstände. Wie gesagt, das sind alles Konzeptzeichnungen, die dann in das Spiel gefunden haben. Wir haben hier so mystische Zahnräder. Dann haben wir hier auch wieder so einen Tempel. Die Schreine spielen hier auch wieder eine Rolle. Da gibt es wieder knifflige Rätsel. Was ich auch übrigens noch weiß, die Amiibos funktionieren auch wieder. Das heißt, die ganzen Link-Amiibos, die ich zum Beispiel in der Sammlung habe, die schon für Breath of the Wild funktioniert haben, die werden auch hier wieder funktionieren und da wird es auf jeden Fall wieder schöne Items wird's da wieder geben. Aber es wird nicht einfach sein, jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, habe ich keine Lust, dass ich meine ganzen 30 Amiibos auspacke und halt dann wirklich einsetze. Aber wie gesagt, für Goodies und für, sagen wir mal, für Energie, für Gegenstände, wo ich kochen kann, wo ich mir dann wieder Medizin machen kann oder mich wieder stärken kann. Seht ihr das hier zum Beispiel? Das schaut klasse aus. Der Shisha-Stein, der hat doch mit irgendeiner Konsole von Nintendo irgendwie so eine Gemeinsamkeit, oder? Wenn man das mal sich hier so anschaut. Geil, oder? Das sind so kleine schöne Easter Eggs, die mir sehr gut gefallen.
Ja, viele werden natürlich wieder aufschreien und sagen, ah, bei dem Spiel hat sich nichts verändert, das ist ein riesiges DLC, ist das, das ist übelste schlechte Grafik, die Konsole, die ist scheiße und und. Ja, Grafik ist nicht immer zweckmäßig, die Grafik muss nicht immer was über ein Spiel aussagen. Wenn das Spiel Spaß macht, dann ist das andere alles Nebensache. Hier haben wir Prinzessin Zelda abgebildet. Dann haben wir hier auch scheinbar wieder so einen Schrein, dann auch wieder so einen Tempel. Genau, das ist so ein Schreiner zum Beispiel. Dann haben wir hier so ein Fluggerät. Dann haben wir hier wieder einen Fisch zum Beispiel. Dann haben wir hier dieses Segel, was wir hier natürlich haben. Dann haben wir hier auch wieder eine Kreatur von Hyrule. Dann haben wir hier scheinbar so eine Art Piratenschiff, so wie das ausschaut. Ja, könnte schon sowas Ähnliches sein. Das Pferd natürlich. Da bin ich auch gespannt, ob die Pferde dann auch wieder funktionieren. So, da haben wir hier wieder einen weiteren, der Wächter der Titanen, das Wasservolk. Wie gesagt, Namen bin ich momentan total schlecht. Ich vergesse alles. Hier steht alles auf Japanisch. Ist natürlich jetzt nichts irgendwie auf Englisch oder auf Deutsch. Wie gesagt, das Buch, das ist weltweit gleich. Insgesamt sind wir jetzt schon bei 99 Seiten angelangt. Die Crocs haben wir hier, glaube ich. Sind das die Crocs? Ne. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Viecher. Wie gesagt, ich kann mir diese Namen einfach nicht alle merken. Da muss ich erst wieder in das Spiel wirklich wieder hineinkommen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gemeint habe. Hier haben wir zum Beispiel den Link aus Link's Awakening. Da hat nämlich der Amiibo nämlich dann auch eine spezielle Funktion. Das habe ich zumindest schon mal gesehen auf YouTube. Dann haben wir hier die Mumie. Das ist nämlich die, die alles auslöst. Ja, da haben wir die nette Dame hier. Das ist wahrscheinlich dann die Professorin von dieser Wissenschaftsakademie. Das ist nämlich die Schlüsselszene. Das ist nämlich, was am Anfang passiert, dass du in dieser Höhle bist. Ihr seht, Link hat hier alles dabei. Ja, er hat alles und er wird auch alles verlieren. Master Schwert verliert er wahrscheinlich. Die ganzen vollen Herzen wird er verlieren. Wo sich das Master Schwert dann befindet in Hyrule, das werden wir auch herausfinden. Das wird eine lange Zeit. Ich weiß bloß, ich habe dem Vorgänger, habe ich circa 3 Monate investiert. Ich habe ein Viertel das Jahr gebraucht. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden Tag gespielt, aber ich habe trotzdem schon ziemlich viel Zeit in das Spiel investiert. Und wenn du wirklich in das Spiel vertieft bist, dann vergisst du die Zeit einfach. So, wir sind jetzt hier schon fast bei Seite 140 angelangt. Die Seiten sind heute leider sehr, sehr dünn. Einige Seiten haben sogar Eselsohren, also ein bisschen hochwertiger hätte man die Seiten schon machen können, wenn ich mal ehrlich bin. Aber dafür haben wir halt sehr, sehr viele Seiten. Da haben wir auch wieder so ein Rätsel, wahrscheinlich auch wieder so ein Tempel. Wie gesagt, das wird alles noch wahrscheinlich im Spiel gezeigt und erklärt. Genau, hier haben wir so eine Bibliothek, das ist wahrscheinlich hier irgendwo in so einem Wissenschaftsraum, kannst du deine Waffen wieder upgraden, deine Fähigkeiten aus dem ersten Teil, ja, sind ein bisschen verändert worden, da haben wir hier wieder ein paar Waffen, wie gesagt, es ist schon wieder ein paar Jahre her, als ich es durchgespielt habe, ich habe es 21 durchgespielt, es wird jetzt genau 2 Jahre wird es jetzt her sein, einige haben es ja schon 2017 durchgespielt oder haben es schon mehrfach durchgespielt, so, dann haben wir hier wieder die Kleidung, aus anderen Zelda-Spielen. Dann haben wir wieder einen der Titanen. Oder zumindest einen der Wächter. Jetzt haben wir auch wieder was ganz Spezielles. Kostüme haben wir ja wahrscheinlich jede Menge. So, wir haben jetzt schon fast die 200 Seiten durch. Dann haben wir hier wieder das Pferde, die wir einsetzen können. Dann haben wir hier auch wieder eine nette Dame. Dann haben wir wieder die Oberwelt. Ich weiß bloß, die ersten Spielstunden spielen, glaube ich, in der Oberwelt, so wie ich das gesehen habe. Ein bisschen neugierig war ich ja trotzdem, habe ein bisschen reingekluckst. Die sind interessant, diese Augen, die kann man nämlich dann umfunktionieren, weil man kann die Waffen jetzt modifizieren. Sie zerbrechen zwar wieder, aber man kann sie jetzt, die Waffen sich selbst machen, man kann sie kombinieren. Und diese Augen sind sehr gut, weil diese selbstfindenden Pfeile, die sind schon mal nicht schlecht für Ziele, die etwas weiter weg sind. Das finde ich klasse. Man kann sogar auch die Zutaten nutzen,
indem man einfach Essen verschießt. Beziehungsweise da kann man zum Beispiel auch irgendwelche Explosivgeschosse machen, explosive Pfeile zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall bei den ein oder anderen Bosskampf definitiv gut ankommen. So, wir haben jetzt 200 Seiten. Ich denke, das ist ein 200-seitiges Artbook. Steht wahrscheinlich auf der Rückseite drauf. Ich habe es jetzt einfach überlesen. Sind sogar mehr. 205 werden es wahrscheinlich sein. Und das war's. 204 Seiten. Ja, ein tolles Buch. Nette Zeichnungen sind mit drin. Nette Bilder. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, dann hätte ich gesagt, sind wir durch mit der Collector's Edition von The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Ich würde sagen, ein rundum gelungenes Paket. Der Preis ist natürlich sehr, sehr happig. Da kann man hin und her rechnen, ob man auf diesen Preis tatsächlich mit diesen ganzen Sachen kommt. Wenn sie einzeln zu erwerben wären, das muss jeder selber entscheiden. Für eingefleischte Zelda-Fans ist es natürlich das Nonplusultra. Ich wollte mir heute einfach auch mal das volle Zelda-Programm gönnen. Wie gesagt, die OLED, die habe ich euch vorgestellt. Da werde ich nochmal ein Fazitvideo machen, wie ich aktuell zufrieden bin. Im Handheld-Modus natürlich. Und zu diesen beiden Sachen hier wird es dann in den nächsten Tagen Videos geben, denn ich muss noch was beim Mediamarkt abholen. Da kommt nämlich noch der Pro-Controller im Zelda-Design auch noch ins Haus. Wie gesagt, die Amiibo, die stelle ich euch natürlich einzeln vor. Und diese exklusive Tasche hier, die wird natürlich dann auch mit der Zelda-OLED dann nochmal so separat vorgestellt. Also, jetzt seid ihr gefragt, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr schon jetzt Spielstunden in das Spiel investiert? Wie gefällt es euch? Schreibt es in die Kommentare, würde mich darüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da, ein Abo. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ja, und wir hören und sehen uns zum nächsten Video, wenn es wieder um Zelda Tears of the Kingdom geht. Also, macht's gut. Ciao, ciao.